Er ist das Gesicht hinter der Protestbewegung. Ioannis Zakaros, Organisator der Demonstration Kein Dieselfahrverbot für Stuttgart. Sein Engagement rührt nicht nur daher, dass er selbst vom Dieselfahrverbot betroffen ist. Ich habe halt einfach den Unmut erkannt in der Bevölkerung und habe halt einfach gemerkt, wie ungerechtfertigt das ist, dass wir das jetzt zahlen müssen, also ausbaden müssen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann stehe ich halt auf und gehe auf die Straße. Bei der bereits vierten Demonstration hat er sich wieder zum Ziel gemacht. Dass wir das Zeichen setzen gegen die Regierung und auch der Industrie, dass sich da was tun soll, so schnell wie möglich. Weil ein Fahrverbot ist keine Lösung für die Bürger. Am Samstag haben insgesamt 6 Redner auf der Hallmannstraße am Neckartor zu den gut 1000 Demonstranten gesprochen. Der Protest blieb friedlich, auch wenn deutlich Wut bei den deutschen Gelbwesten zu spüren ist. Reine Geldmacherei ist das. Weil die Leute sind enteignet worden, die einen Diesel haben. Und das ist doch furchtbar. Ab April haben wir das Ganze auch noch in Stuttgart. Oder wo 10 Jahre alt sind, das schmeißt man einfach fort. Wo noch 4, 5 Jahre fahren kann. Im Büro am Laserdrucker ist mehr Feinstaub, wie der Hand gemessen wird. Und ich finde es ganz gut, dass das nicht jetzt über Facebook geht, über irgendjemandes Twitter-Dings los, sondern dass die Leute auf die Straße gehen. Dazu ruft Ioannis Zakaros auch weiterhin auf. Und er findet Gehör. Wichtig ist ihm aber auch, sich klar von anderen politisch motivierten Demonstrationen abzugrenzen. Es darf nicht passieren, dass hier Politiker das Ganze vereinnehmen. Es muss hier überparteilich bleiben und für jeden, also es sollen alle Bürger kommen. Der 26-Jährige, der selbst beim Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche arbeitet, will also weiterhin mobilisieren und Aufsehen erregen. Man sieht ja auch schon in der Presse, wie der Kuhn und der Hermann eine Stellung dazu genommen haben. Und von daher denke ich schon, dass es einen Effekt hat, was wir hier machen. Damit das Echo noch größer wird, hat Ioannis Zakaros auch für kommenden Samstag am Neckartor eine weitere Demonstration gegen das Dieselfahrverbot angemeldet.